Hallo Freunde, herzlich willkommen zum dritten Advent. Alles Liebe von Bibi und Rüdi. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein paar wichtige Themen für euch. Nach dem Intro. So, dann wollen wir mal loslegen. Wir haben uns gedacht, wir werden heute mal einen Jahresrückblick mit euch starten, denn das Ende des Jahres naht. Aber zuerst gibt es eine große Überraschung. Wir sind eingezogen! Yay! Ab jetzt wohnen wir wirklich komplett im Wohnmobil. Also sofort, nach der ersten Nacht, wusste ich, das ist die richtige Entscheidung. Warum? Na, ihr beiden, euch geht's ja gut in unserem Schlafzimmer auf vier Rädern, oder? Ja. Ab sofort beginnt das Leben. Was sagst du, Zimmer? Er hat fast 12 Stunden geschlafen. Das ist ja eigentlich zu Hause 5 bis 6 Stunden Höchstfall und dann ist er hoch. Und hier 12 Stunden. Also Hammer. Wie ein Murmeltier, wie ein Murmeltier. Ich gehöre einfach hierher. Ja. Wir wollen diesen Tag nutzen heute, um mit euch mal einen Jahresrückblick zu machen. Das ist der eine Themenkomplex, aber wir haben am Ende oder im Laufe des Videos noch eine Wahnsinnsüberraschung. Denn wir haben, glaube ich, den weltberühmtesten Promi getroffen, den es überhaupt gibt. Aufregend war es. Aufregend, ich glaub, oder? Den kennt jeder. Ja, natürlich kennt ihn jeder, sonst wäre es ja nicht der weltberühmteste. Aber vielleicht ist der Papst und Pink noch berühmter, aber ich glaube eher nicht. Also wirklich eine ganz tolle Persönlichkeit, ein ganz netter Mensch. Er hat uns ermöglicht, ihm eine Frage zu stellen, die uns auf den Nägeln brennt. Und er hat sie beantwortet. Und das seht ihr in diesem Video. Also, seid gespannt. Aber nichtsdestotrotz, wir fangen an mit? Mit was fangen wir denn an? Der Jahresrückblick, genau. 23. Das Schlimmste war ja wirklich unsere Süße mit ihrer OP geschehen. Sie hat ja wirklich den Bandscheibenvorfall ja gehabt. Und dann musste operiert werden an Karfreitag. Genau. Das war wirklich, konnte sie gar nicht mehr laufen, nur noch ihre Hinterbeine hinterhergezogen und ach, gruselig. Also wer einen Hund hat, der kann das, glaube ich, nachvollziehen, was da war. Und dann ging das halt mit Reha und mit Physio und also wir haben hier wirklich sie aufgepäppelt und haben ja auch von Herzen gemacht, weil ihr aber wisst, das Schlimmste daran war, wir mussten sie zuerst mal in einen Käfig stecken, ja. Weil sie durfte ja nichts mehr machen. Sie durfte nicht springen, sie durfte nicht laufen, sie musste eigentlich viel liegen und wenn laufen, dann nur ebenerdig und auf weichem Untergrund. Ja. Also das ist echt eine Herausforderung. Socken. Und dabei haben wir noch richtig, richtig Glück gehabt. Ja. Weil es gibt Hunde, die sind bis zum halben Jahr oder länger gelegen, bevor sie überhaupt anfangen wieder zu laufen. Ja. Und das war bei unserer Kleinen ganz anders. Ja. Die lief sofort. Dann haben wir unseren Wohnwagen verkauft. Mit schweren Herzens, aber... Ja, aber Moment! Vorher waren wir doch noch in Plön und haben deinen tollen Stand-up gesehen. Platscher? Genau. Das blenden wir euch gerne nochmal ein. Gerne weiß ich nicht, also könnt ihr gerne überspringen. Auf jeden Fall verlinke ich euch das Video nochmal unten. Es war sehenswert, also wenn es Noten gegeben hätte, 1, ganz klar. In Platscher bin ich super. Die größte Welle kam, wenn ich reinfalle. Oha, nein. Also so schlimm war es auch nicht, aber es war echt, es war schön, vor allem weil ich das auf Video aufnehmen konnte in dem Augenblick. Es war nicht geplant und es war richtig und ich sag ihm das noch, dass er das aufgenommen hat, ich doof Kuh. Und er hat das voll vergessen. Oh Mist, jetzt habe ich das ja gar nicht gefilmt. Ich so, doch. So, oh. Naja, dann war es live. Und dann kam der spannende Augenblick. Versuch's erstmal so. Du musst ja einfach. Ja? Okay. Ja. Wenn es denn so ist. Na gut.
Dann mal los, ne? Gut, dass du schwimmst. Ja? Gut, dass du schwimmen kannst, sag ich. Und super! Kann ich weg, du hast das Brett am Fuß. Kann ich weg. Du hast das Brett am Fuß, das kann ich weg. Soll ich deinen Paddel nehmen so lange? Nee, das zeigst du. Hab ich auch nicht gefilmt. Oh, du kleiner Schwindler. Ja, ich hatte die GoPro am Rücken und die haben natürlich alles mitgenommen. Und ich sag noch, nee, ich habe nichts aufgenommen. Und siehe da, ach wie schön, es war doch ein Highlight dieses Jahr. Ja, ein weiteres Highlight war dann auch tatsächlich, auf diesem Campingplatz haben wir das erste Mal tatsächlich jemanden getroffen, ja, der uns erkannt hatte. Und der uns erkannt hatte. Wegen euch sind wir jetzt hier. Ja. Und das war schon eine Erfahrung, die haben wir bis dahin auch noch nicht gehabt. Das war auch richtig, richtig schön, toller Augenblick. Man ist natürlich auch so ein bisschen, muss ich sagen, so verunsichert in dem Augenblick, wo sowas passiert. Aber im Nachhinein war es richtig schön. Ja. Ja, und dann kam es, ne? Dann haben wir uns schweren Herzens von unserem Wohnwagen getrennt. Den wir restauriert hatten und aufgepäppelt und gemacht und getan. Ja, genau, und dann die Bilder dazu zeigen wir euch auch nochmal hier oben, wie er vorher aussah und wie er zum Schluss aussah. Das war einer unserer Stücke und eins unserer ersten Videos war auch eine Roomtour. Also ich fand sie schön, ich fand sie lustig, aber wenn man sie heute anguckt, oh Gott, wir haben sie tatsächlich ja damals zu der Zeit noch alles mit dem Handy gedreht, alles. Und ohne Mikro, auch wenn ich das Mikro jetzt vielleicht schon wieder falsch bei mir habe, aber ohne Mikro, nur mit dem Handy und dementsprechend war die Tonqualität auch schlecht, aber das Video war irgendwie lustig, glaube ich. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Haken, das nenne ich mal ausreichend Haken vorhanden. Um gleich auf dieser Seite zu bleiben, schauen wir uns gleich mal den Nassraum, mal unseren großzügigen Nassbereich an. Gerade ausreichend Platz für eine schmale Person. Hier auf der linken Seite finden wir einen Spiegelschrank. Dieser Spiegelschrank beinhaltet wenig Platz, um auch irgendwelche Dinge zu platzieren. Wir sehen überall, aber leicht funktionsfähig. Was hier ins Auge sticht, ist die zusätzliche Beleuchtung. Nicht LED in diesem Fall. Gleich darunter eine Dusche ohne Funktion. Daneben gleich unser Wasserhahn, der funktioniert natürlich. Damit man sich seine Hände immer auch waschen kann. Das Waschbecken kann man mit zwei Händen hier oben manuell befestigen. Man sehe unser Porta-Porti. Das Loch hier ist immer in der Mitte. Grundsätzlich noch dazu unser großer 10 Liter Frischwassertank, der von außen manuell befüllt werden muss. Mit einer Sicherheitsabsperrung, damit er nicht überläuft. Man klappt es einfach wieder runter und schon ist das Waschbecken wieder funktionsfähig. Auf dieser Seite sehen wir Haken, Haken, Haken. Und nicht zu vergessen, unser Toilettenhalter. Hier befindet sich ein Föhn. Jetzt kommt der Clou. Wir haben auf Strom in unserer Nasszelle aus Sicherheitsgründen verzichtet. Gerade vor, wenn man hier nochmal schaut, ist ein Spiegel und dort ist der Spiegelschrank. Er ist so angebracht, dass sich die Frau nicht in beiden Spiegeln gleichzeitig sehen kann. Man soll sich ja nicht gleich morgens erschrecken. Auch das verlinken wir euch unten nochmal. Ich glaube, das ist sehenswert. Da kann man nochmal Spaß haben mit uns. Oder was sagst du? Ja, nein, alles gut. Aber dann kam wieder das Traurige. Dann fing erst bei Zimba wieder an. Sie konnte wieder nicht mehr und waren wieder zum Arzt gegangen. Nee, sie braucht nochmal eine Operation. Und wir so, boah, das eine hat schon 7.500 Euro gekostet, plus das andere alles. Und wir so, was machen wir denn? Ja, dann haben wir eine Heilpraktikerin, haben wir sie dann gebracht. Haben wir eine Freundin, die ist Heilpraktikerin. Genau. Und die hat das mit ihrem eigenen Hund gemacht. Genau, sie sagte, komm, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und dann haben wir das auch gemacht. Dann hat sie Blutekel angesetzt bekommen, 3 Stück. Und sie sagt ja, es dauert 3, 4, 5 Tage, bis das wirklich gewirkt. Und das war, als ob nichts gewesen war.
gar nichts. Der Hund fing wieder an zu laufen. Ja. Hatte keine Schmerzen mehr. Okay, wir müssen dazu sagen, wir haben Schmerzmittel noch vom Tierarzt ja gehabt. Die haben wir auch weiter verwendet. Haben aber die alternative Heilkunst praktisch genutzt. Und auch die Ärztin, da muss ich mal auch mal einen Ast brechen, hätte ich beinahe gesagt. Sagt man doch, ne? Ähnlich auf jeden Fall. Sie lässt es sich nicht nehmen, wenn wir kommen, immer wieder zu sagen, hätte ich nicht gedacht. Nee, genau. Und ich finde, das zeugt auch von Größe, dass jemand, der das gelernt hat und der davon überzeugt war, dass eigentlich nur eine OP helfen kann, sich auch herablassen kann und sagen kann, boah, es gibt doch auch andere Wege anscheinend, die funktionieren. Und das sieht man bei unserem Hund wirklich sehr deutlich. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass das natürlich gerade für ältere Leute, die nur von ihrer Rente leben, die sich so eine OP garantiert nicht leisten können, das ist dadurch vielleicht so eine Ärztin dann auch mal sagt, Mensch, versuche es mal damit. Genau. Weil das waren dann wirklich 150, 200 Euro. Also im Gegensatz zu 7.500. Das ist schon ein Unterschied, ja. Ja. Aber wir wollen ja nicht nur Negatives reden, sondern das ging ja dann weiter. Wir haben ja dann den eine Sache war noch im Laufe des Sommers, ja, wir mussten uns von meiner Mutter verabschieden, die nach langer Krankheit oder nach langer Krankheit dann leider ihr Leben beendet hat. Aber auf ihren Wunsch auch, das war okay. War ein Erlebnis, das ich mitgemacht habe, was traurig ist natürlich, aber auf der anderen Seite war eine tolle, starke Frau. Das ist sie gewesen, genau. Und dann ging es weiter. Als wenn jemand am Rad dreht, haben wir uns dann selbst belohnt bei all dem Mist, der uns dann im Laufe des Jahres passiert ist, und haben wir gesagt, also weißt du was, wir wollen in dieses Wohnmobil, wir kaufen jetzt das Wohnmobil. Und somit kam unsere Emma. Okay. Emma ist schon der Hammer. Ne? Ja. Also Emma ist schon der Hammer. Wir sind so verliebt. Ja, wir wollten ein anderes, das hatten wir euch ja damals in dem Video auch gesagt. Eigentlich war für uns wie hieß es ja noch, Ahorn? Ahorn, TD. Von vornherein der Favorit. Und dann waren wir in dem Fahrzeug und wollten ist das besichtigen unseres. Und dann war es gar nicht unseres, überhaupt nicht. Man weiß ja, man kommt rein und man fühlt sich wohl. Und das war bei dem überhaupt nicht, gar nicht. Und das war bei. Und dann sind wir rausgegangen aus dem. Und dann stand der hier. Und dann bin ich da rein. Und dann. Und da war sie schockverliebt. Da war ich wirklich. Wirklich schockverliebt. Und das. Ja. Dauerte einen Moment Überredungskunst über meinen Mann, wo er gesagt hat: Ach komm, dann lass uns doch mal da oder da noch gucken. Und dies und hm. Und dann sind wir aber immer wieder hierher gekommen. Und dann sagte er dann auf einmal: Ja, eigentlich hast du recht. Naja, das ist ja wie in der Regierung, ne? Ich bin das Volk und sie ist die Regierung. Ja, aber ich kann mich auch manchmal durchsetzen, ne? Das seht ihr hier ganz deutlich. Es gibt mehr Weihnachten gekommen, ja? Und dank meiner Kollegin Vivian, ganz lieben Grüß, ist es jetzt immer dabei. Ist das nicht niedlich? Unser Anfang, hat sie gesagt, mit dem Wohnwagen. Und jetzt reisen wir nur noch in unserem Wohnmobil mit Köfferchen so ungefähr. Mehr Platz hatten wir ja auch gar nicht großartig im Wohnmobil. Also, dass wir überhaupt alles reingekriegt haben, fand ich auch schon überraschend. Wobei, alles reingekriegt steht noch in den Sternen. Wir sind nach wie vor noch nicht aufgelastet. Nee, wir müssen, also der Kofferraum ist noch so gut wie leer. Ja. Wir haben wirklich nur das Notwendigste, außer jetzt, was ihr jetzt hier so seht, mit Weihnachtsumdeko. Aber alles andere ist jetzt noch draußen. Wir warten halt noch drauf. Also letzte Chance diese Woche, die jetzt kommt. Sollte es dann nicht klappen, haben wir aber eine Entscheidung getroffen und haben gesagt, wenn es jetzt nichts wäre, dann fahren wir trotzdem und lassen es dann im März machen, wenn wir dann wieder zurückkommen. Ja. Dann gibt es halt kein Stand-Up-Paddle mehr, dann gibt es halt keine Fahrräder mit. Und dann, wenn wir wirklich mal ein Fahrrad fahren, dann werden wir uns da unten mal was ausleihen. Ist leider so, können wir halt nicht täglich dann machen. Oder vielleicht gibt es wöchentlich irgendwie Fahrräder zum Ausleihen. Das schauen wir dann. Aber wir wollen los. Wir wollen los. Ja, ich finde auch. Also man muss eine Entscheidung treffen. Wir haben jetzt wirklich jedes versucht, jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen. Aber wenn die Hindernisse dann einfach so groß werden, wo man auch keinen Einfluss drauf hat, dann müssen wir das einfach akzeptieren. Wir haben es nach Schweden ja auch geschafft mit 3,5. Das sehe ich auch so. Und dann, gut, jetzt sind es nicht drei Wochen, sondern jetzt sind es fast drei Monate. Aber das schaffen wir auch so. Wir schaffen alles. Genau.
Man muss nicht das ganze Wasser mitnehmen. Man kann ja dann vor Ort ja das Wasser besorgen. Genau. Dann hat man da schon mal weniger Gewicht. Ja. Ansonsten haben wir noch ein paar Gadgets dazu besorgt hier in unserem Auto. Nämlich, wir machen jetzt keine Werbung für Silvi. Keine Werbung. Wir haben jetzt Silvi-Gläser. Genau. Wenn ihr die noch nicht kennt, mit Magneten macht man dran. Platz sparen. Die Kaffeemaschine ist mit drin. Kann ich stehen lassen, ohne dass das irgendwie verfällt. Die Gläser sind auch. Und damit habe ich mehr Platz im in den Schränken. Toll. Also, es ist keine günstige Angelegenheit, nee, das aber es wirklich ist auf jeden Fall eine Angelegenheit, die Sinn macht. Weil immer nur aus Plastik trinken und wenn man auch gerne mal ein Glas Wein trinkt, das trinkt man immer nicht gerne aus Plastik. Also ich, das ist nicht meins. Und deshalb haben wir uns eben diese zwei Dinge geleistet. Für Weihnachten haben wir uns das jetzt. Genau, das ist unser Weihnachtsgeschenk jetzt im neuen Fahrzeug. Ja. Ja. Dann haben wir ja, wie gesagt, das Haus verkauft. Ist es unterschrieben? Das ist alles soweit klar. Wir warten jetzt nur noch darauf, dass das ausgegeben wird. Wir wissen jetzt auch, dass es auch schon soweit ist, dass jetzt nur noch die Banken überweisen müssen. Also das sollte nächste Woche nochmal über die Bühne gehen. Und dann ist das Thema vom Tisch. Ausgezogen sind wir ja, wie gesagt. Und dann ist unser Ziel zwischen den Feiertagen. Da wollen wir uns auf den Weg machen. Deutlich der 28. Also dieses Jahr war für uns echt ereignisreich. Ereignisreich, genau. Ja. Es ist viel zusammengekommen, wir haben viel gemacht. Eine Sache zeigen wir euch gleich noch im Anschluss. Das ist unsere Waschmaschine, die haben wir hinten im Kofferraum. Auch dazu hier nochmal das Bild. Ja, tolles Ding. Wir haben allerdings zwei Anläufe gebraucht. Vorher hatten wir uns so einen Eimer geholt, die gibt es ja diese billigen, die man so falten kann. Falteimer für Platz sparen haben wir gedacht und wegräumen. Niedlich, aber da kannst du höchstens ein paar Socken drin waschen. Ja. Oder? Und ein halber Schlüpper. Und ein halber Schlüpper, genau. Also zwei Schlüpper ist schon fast zu viel. Nein, jetzt. Also es geht nur was ganz Leichtes. Genau. Also wir hatten da, was haben wir eigentlich reingetan? Sweatshirt oder was? Ne? Mhm. Völlig überfordert. Völlig überfordert, braucht man nicht. Und daher haben wir uns eben für diese Waschmaschine entschieden. Da haben wir schon mit gewaschen, die haben wir Probe laufen lassen. Das funktioniert einwandfrei, die schleudert, auch tatsächlich handtrocken. Hätte ich auch nicht gedacht. Schon rein, also genau, und sie braucht wenig Wasser. Ja. Also man braucht nicht so viel Wasser, da ist ein Füllstand drin. Leider ist die Gebrauchsanweisung nicht so toll, das muss man auch mal kritisieren. Aber sie ist nicht so eindeutig, ja. Aber wenn man es ausprobiert hat, merkt man, also der Füllstand ist eigentlich nur dazu da, das ist der maximale Füllstand. Man muss nur so viel Wasser reintun, dass die Wäsche bedeckt ist und dann kann man waschen. Zimmer sieht da, als ob sie sich schämt vor der Kamera, würde ich sagen. Schön für die vor der Kamera, Schatz. Im Moment, wenn wir die Kamera aufnehmen und sie filmen wollen, geht immer wieder der Kopf. Irgendwie kenne ich das noch von meinem Sohn. Flupp, weg ist der Kopf. Ja. Ja, Leute. Das war unser Jahr. Ja. Eigentlich. Trotzdem, also ich finde es ereignisreich. Trotz aller Widrigkeiten am Anfang des Jahres, ein tolles Ende des Jahres. Mit dem Highlight natürlich, die 1000 Abonnenten, also euch gewonnen zu haben. Da sind wir sehr dankbar. Sagen das nochmal. Wir freuen uns über jeden einzelnen Beitrag. Auch in diesem Video, wer uns noch nicht abonniert hat, ist herzlich eingeladen, uns zu abonnieren. Wir freuen uns über jeden, der uns folgt. Und jeden Kommentar. Und natürlich auch über jeden Kommentar und auch natürlich über den Daumen hoch. Der Daumen hoch muss immer sein. Und über Petra, die mich selber kennengelernt hat bei meiner Arbeit. Oh ja, die Story müssen wir noch erzählen. Ich arbeite im dänischen Laden und da kam einer auf mich zu, habt ihr noch für Küchenrollen? Wir haben ja wirklich nur so großen gehabt. Und dann habe ich ihr das gezeigt. Ja, wie für unser Wohnmobil oder brauchen wir nur so was Kleines. Ich so, na, wo kommt ihr denn her? Wir kamen so schön ins Gespräch und es war wirklich total niedlich. Und dann habe ich halt gesagt, ja, wir wollen jetzt auch ins Wohnmobil ziehen, wir verkaufen gerade das Haus. Und ja, kam halt so weiter ins Gespräch und damit war das auch. Dann habe ich ihr noch was anderes gezeigt und dann ist sie auch gegangen. Und dann kam irgendein auf dem Kommentar,
mein Mann hat euch letztens gesehen und dann dreht er es um und dann zeigt er uns das. Oh, wie klein ist denn die Welt, bitteschön. Voll süß, ich habe mich so gefreut. So gefreut. Also das war so eine richtige Weihnachtsgeschichte ja, im Augenblick. Wo ich das meinem Chef gesagt habe, hat er das auch total niedlich gefunden. Bibi hat inzwischen aufgehört zu arbeiten. Ja. Hatte auch ihren letzten Tag, darf gerne wiederkommen, haben sie gesagt. Ja. Aber ansonsten, jetzt geht's los. Unser Leben beginnt jetzt. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. So, also jetzt, dann würde ich doch mal sagen, jetzt kommt unser Highlight. Ach so, nein. Highlight. Hallo, ja. Jetzt kommt unser Highlight. Den hab ich wir haben den bekanntesten Promi für euch, den es überhaupt auf dieser Welt gibt. Wir haben ihn hier getroffen und wir Schaut waren wirklich selbst. Sehr nervös und freuen uns, ihn euch heute präsentieren zu dürfen. Schaut selbst und genießt es. Hey Leute, ich bin total aufgeregt. Wir sind hier im Citypark Flensburg und wir dürfen den berühmtesten Promi der Welt vorstellen und dürfen ihm eine Frage stellen. Also Hammer, sage ich euch. Er ist total nett, hat nie Skandale gehabt in seinem ganzen Leben, lebt irgendwo im Laufe des Jahres auf seinem Hof mit seinen Tieren und mit seinen Angestellten, hat zwar noch nie irgendwo einen Oscar gewonnen, aber ist trotzdem der berühmteste Mann der Welt. Wir stellen euch vor, den Weihnachtsmann. Hallo, Weihnachtsmann. Euch. Grüße dich. Hallo. Weihnachtsmann, die wichtigste Frage für uns ist, wie kommen wir am schnellsten nach Spanien? Ja, ich würde sagen, am besten mit dem schnellsten Schlitten. Aber den habt ihr ja schon. Danke dir. Sehr schön, danke dir. Oder? Ist das nicht süß? Das war ja wohl wirklich richtig toll. Aber ich finde, das ist ein krönender Abschluss zum Jahresende. Und somit möchten wir uns für heute und auch für dieses Jahr mit diesem Video verabschieden. Wir machen auch zwischen den Feiertagen etwas ruhiger. Mit der Familie. Genau, wir werden kein Video hochstellen am 24. und auch nicht am 2.1. Das machen wir dann erst wieder im zweiten Sonntag. Am ersten Geburtstag. Verrat das niemand. Aber dafür bekommt er dann gleich als erstes Video. Davon gehen wir zumindest jetzt ganz stark aus. Unsere Anreise in Spanien. Und wir hoffen, dass ihr dann wieder da seid, uns folgt, uns beobachtet. Zwischen den Feiertagen werden wir euch noch das ein oder andere Shorty hochschicken und wünschen euch hiermit ein frohes Fest. Schöne Weihnachten. In der Familie. Bleibt gesund. Einen guten Rutsch. Ins neue Jahr. Bis nächstes Jahr dann. Sagen Bibi und Rüdi, wir haben einen Traum. Tschüss. Tschüss. Ja, willkommen zurück. Wir möchten heute den Tag... Was? Nein? Eins, zwei, drei. Meins blinkt. Meins auch. Langsam. Hört sich auf.